Ich glaube, ich finde die Kirche gerade nicht. Not going that way. Judgment House, also da, da, ging es jetzt zum, ich nehme an, so ein Gerichtsgebäude. Kommt man vielleicht später in die Bank noch rein? Ja, eigentlich würde man ja denken, dass man so ein Gebäude wie die Kirche auf jeden Fall sieht, ne? Aber ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie das Ding von außen aussah. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ach, da ist noch was drin. I don't know anyone who had easy teenage years, so of course Ronan's would be even more troublesome. He looks different when he talks about that period. His eyes go down, like they can't meet my face. I think he feels a lot of shame about what a hard time he had in school and with other kids in those years. But hearing about all that hardship just endears me to him more. Es flackert so, als ob man manchmal die Sachen kann man dann auch entfernen, diese Flackern. Aber ich glaube, hier muss man einfach sich so rüber teleportieren. Na gut, da wir die Kirche nicht finden, machen wir uns dann jetzt doch einfach auf in die Irrenanstalt. Hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity, they better hope it was at the expense of the person's memory. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy. Come on. Okay. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl Iris about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. Creepy humming. All right, kid. You're up. I just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said she was a danger to herself, and... I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. Ja, natürlich. Guck das Foto mal an. Young boy and crutches. This receptionist must be close to him. Ist die Frage, wer ist das? Ist das ihr Sohn? Wir sind
visitation severely limited? The visitation schedule here seems strict and definitely favors family and doctors. Okay, 1 Januar 2006 als Geschenk. Must be a gift for someone who's sick or injured. He's most likely a man of imposing size and stature. Someone who's accustomed to violence. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. His mother believes the killer suffers from delusions, which are far beyond most people with severe clinically diagnosed psychiatric issues. Eine Sache fehlt uns. Aber was? Ah, hanging in there. I can't say I'm inspired by this. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht dieses, Geschenk, dass wir das noch übergeben sollen oder direkt einfach der Sohn? Habt ihr eine Idee? Der Terminkalender sagt einfach nur, dass es schwierig ist, an jemanden ranzukommen. Bei dem Geschenk könnte man vielleicht sagen, ja, wir können es direkt irgendwie mitnehmen für jemanden oder so. Ernsthaft? Das Poster? Das ist doch garantiert falsch. Doch so ein Standardposter. Dann vielleicht auch der Terminkalender. Aber wenn sie jetzt in den Terminkalender guckt, hilft es uns doch auch nicht, oder? Ich bin für das Geschenk. Okay, das Geschenk ist falsch. Dann nehmen wir den Sohn. Die zwei Sachen, die du nicht genannt hast. Ah, wir hätten direkt. Aber das war, fand ich, fast schon zu offensichtlich, weil. I know how hard it can be when someone depends on you. What's your friend's name? Iris. Iris Campbell. Weil es ja auch noch gerade so angezeigt wurde, das Foto, dachte ich, okay, das wäre zu simpel. It looks like your friend Iris is here. Everything's gonna be okay. Thanks. I feel better. Hold tight, kid. I got this. Just need to remind you of the computer. Was? Wir sollen auf den Computer gucken? Iris Campbell, High Security Ward, Room 216. Electroshock Therapy? Ach du Scheiße. Scheduled for tonight. Paranoid Schizophrenia, Delusions, Hallucinations. Ja, ja, das, klar, das hat sie jetzt an das Gefühl erinnert. Aber trotzdem, ich hatte es jetzt, naja. Ja, wichtig ist, wo die liegt. Raum 216. She's in room 216. We gotta find it quick, Joy. She's scheduled for electroshock. Danach kann sie sich wahrscheinlich an gar nichts mehr erinnern. This institution is dedicated to the afflicted souls it serves and for those agents of mercy who comfort them in their torment, 1883. Okay. A bizarre death at Lux Eternal Mental Hospital in Salem may be connected to a string of murders throughout the town.
A source confirms that a female mental patient was found dead, strangled with a cloth bathrobe belt. It might be the first on the recent murders to be committed in such a secure area. It means no one is safe anywhere, said a terrified woman who had spoken directly to a witness. I heard there were all kinds of drawings on the wall of her cell, and that bell symbol might have been there. I'm sure it was him. Ich habe es so gelesen, weil das ist halt so ein Klatschmagazin. Ja, Elektroschocktherapie. Ach du Scheiße. All right, kid. Coast is clear. No one has been able to solve the mystery of the bell killer in Salem. Not even the mystery of the symbol itself. Since there seems to be no bell at the scene of each crime, could it be that the killer is leaving an autograph of sorts, a statement of identity? If it has to do with his origins, the logical conclusion would be that the killer originally hails from Philadelphia, another city rich in history and home of the most famous bell in America. But are police willing to consider this bold approach if it means solving the case and saving dozens of lives? Okay, also die überlegen, ob es vielleicht so simpel ist, dass es einfach California ist, nee, Philadelphia, weil da ist anscheinend eine Glocke, das Wahrzeichen. Das sehe ich jetzt gar nicht. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht lang. Können wir uns da jetzt einfach drüber teleportieren? Nicht wirklich, aber wir können einfach außen rumlaufen. Ich will da noch nicht rein, ich will mich erstmal da drüben umgucken. Dedicated to the victims of the great Spanish influenza epidemic unleashed within this ward in 1918. May their souls find the peace they were denied in life. Following a strident editorial on these very pages that questions the ability of the Salem Police Department to competently investigate the bell killer case, lead investigator Lieutenant Xavier Rex Reyes announced that 6 additional officers are being assigned exclusively in this case. While unavailable for direct comment, Reyes was quoted in a recent SPD press release as saying, "In a department of this size, this represents an enormously significant shift of resources, which should reassure citizens of the gravity of this case and our resolve to bring it to a conclusion." SPD ist natürlich hier Salem Police Department und hat nichts mit einer Partei zu tun. Okay, sie kann hier nicht rein wegen einer Kamera, meinte sie. Wo? Ach, da. Iris is due for shock therapy in 15 minutes. Like, fry your brain shock therapy? Oh shit is right, let's get moving. Ja, ja, ich muss mich hier trotzdem umgucken. Oh Gott. Sehr lustig. Ronan was so good to come along. I know it's been hard for him dealing with my mood swings. I think there's something serious going on in my head and I know he suffers the consequences along with me. But to be so supportive, to be my rock, that takes a real man. I will get through this. I will make this all worth the struggle. Another camera, get on it.
Drown or be washed. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? Entweder sie ist böse. Und ertrinkt, oder sie wird irgendwie gereinigt und ertrinkt. Okay, der pennt einfach nur hier. Mice can slip under doors, little cracks. It's all just concentration, discipline. I have time to practice. See that camera? Yep. I'm not as invisible as you have me out. Oder meint sie die gar nicht? Ja, der Typ muss natürlich da auch verschwinden. Ich guck mir jetzt aber erstmal das hier an. Ach du Scheiße. Torture Bed. What? Bild sieht ja krass aus. Könnte ein Foto sein. Sagen, reicht das nicht? Aber reicht. The thing to understand about Mrs. Gwynn is that her father used to become violently angry when she would walk in front of the TV during sporting events. I don't see what that has to do with any kind of anger, but particularly male anger is really a trigger point for her. So I realize that dealing with patients can be a frustrating business, especially when they are on medication and they're less responsive. But you have to be careful. But she gets all, I don't know, crazy. Yeah, look around you. War das das Pärchen, die wir da am Anfang gesehen haben? Die ihre Nachbarin getötet haben, weil die immer laut Party gemacht hat. In a shocking new discovery, our staff has found compelling evidence that recent brutal murders in Salem repeat another unsolved killing spree from 1972 to 73. Like the current spree, the killings were all unconventionally bizarre and unsolved, and they all bore the mark of a bell. Not as prominent as recent murders, but definitely a similar signature style mark. While Salem police were unwilling to comment to any relationship with their cold case file, the evidence is overwhelming that a serial killer has returned to Salem to wreak a new region of reign of terror, or a copycat killer has done his research. Okay, also es gab in den Jahren 72 und 73 schon mal eine Mordserie mit dem Zeichen einer Glocke. Go away. Go away. Nervt die mal noch ein bisschen, mal gucken, was kommt. Go away. Ja, find ich. Creepy. You're up again, kid. I need to possess you to get past this crap. Nope. Oh, I hate that. Or you can just go on. Totally alone. Kann doch einfach darüber. Fine.
You know what these hands are? Lost souls, I guess? Just seems like the opposite of moving on. Or at least the opposite of moving on you're trying to do. Keep going. Get to Iris's room. No, no. We stick together. Joy, we don't have a choice. Now, I'll meet you there as soon as I figure out a way around this. Go! Okay, also. Ich muss sehen, dass ich irgendwie außen rumkomme. Ich kann da einfach lang. Ich muss erstmal wohl hier durch. Ach, na super. Oh Gott, hast du die Wand aufgenommen? Knowledge is nothing if not passed to new generations. May's instructional theater constructed in 1899 bless the wisdom of learned doctors to future generations. Oh Mann. Nur eine Katze. Okay, also hier komme ich irgendwie nicht so hoch. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre einfacher mit der neuen Fähigkeit. Und hier kommt man auch durch keine Wand durch, ne? Ah, und da brauchen wir jetzt die Katze, um da durchzukommen. Da war sie, ich weiß, aber ich gucke mir es erst noch so nochmal an. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Na gut. Da kommen wir nicht rüber, ne? Nee. Ach du Scheiße. Jetzt auch als Katze muss ich vor denen weglaufen oder was? Achso, nee, ich kann jetzt wieder raus. Ach Mann. Aber wenn ich mir den einen Geist jetzt hole, dann killt mich doch der andere Geist, oder? Anscheinend.
versucht. Ich hab's versucht. Ach nein! Ich bin da aus Versehen reingelaufen. Gilt das da unten noch als eingesammelt? Ist doch hier irgendwo, ne? Scheinbar. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass ich so viel normal spielen muss, dann hätte ich mich auch noch länger gehalten, glaube ich. Kriege ich den eventuell hier? So, und der letzte. Nein! Ich dachte, er war schon dabei, sich umzudrehen. Mann, die sind echt unheimlich. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal in Ruhe an. Also hier draußen scheint nicht viel zu sein. Puppe. Wir können irgendwie nichts damit machen. Und in den Räumen. 104, hier sind wir reingekommen. Drei. Hunderteins. Okay, hier scheint überall nichts zu sein. Achso, das ist nur so ein Rabe. Ich dachte gerade schon. Was macht das Ding eigentlich? Hundertsieben. Irgendwo was drin. Das war jetzt 105. Und hier sind 106 und 108. Oh Gott, ey, habe ich mich erschrocken. Das Zeichen da ist ja gemein. Das ist ja unheimlich. Demon Warning. Ja, ich erschrecke mich mehr von den Zeichen fast als von den Dämonen.
Those parts aren't me. Where am I? Do you work here? Show some mercy. I wish I could help. I'm sorry. Okay, der sucht irgendwie seine Einzelteile und findet sie nicht. Schmerztherapie. Sieht mehr nach Schmerz als nach Therapie aus.